jeder weiß, was die westlichen Industriestaaten derzeit mehr als alles andere brauchen. Sie brauchen Wachstum. Und zwar Wachstum noch und noch. Warum brauchen wir es eigentlich? Der wichtigste Grund dafür ist bekanntlich folgender. Wenn die Wirtschaft nicht wächst, wächst uns die Arbeitslosigkeit über den Kopf. Auch der Nobelpreisträger Josef Stiglitz, einer der klügsten derzeit lebenden Ökonomen, bekräftigte es bei seinem jüngsten Besuch in Wien. Mindestens 3 bis 3,5% Wachstum seien nötig, wenn nicht die Arbeitslosigkeit wachsen soll. Etwas Wichtiges sagte Stiglitz leider nicht dazu. Etwas worüber, und dies ist schon sehr seltsam, nur die Naturwissenschaftler reden, aber kaum ein Ökonom. Dauerhaftes Wachstum ist unmöglich. Vor allem ein dauerhaftes exponentielles Wachstum. Wir können statt exponentielles Wachstum auch Wachstum um einen bestimmten Prozentsatz sagen. Die Alternative zum exponentiellen Wachstum muss nicht kein Wachstum heißen. Sie kann auch lineares Wachstum heißen. Wenn ich mir von einem Freund 1000 Euro ausborge und der Freund sich mit einem Zinssatz von 50 Euro begnügt, ob den die Schuld jedes Jahr bis zur Rückzahlung anwachsen soll, dann wächst sie linear. Ich bin ihm also nach 10 Jahren zu seinen 1000 Euro auch noch 10 mal 50, also insgesamt 1500 Euro schuldig. Der Freund wird sich aber auf die lineare Berechnung kaum einlassen. Er wird wollen, dass seine 5% Zinsen auf die übliche Weise mit Zinseszinsen berechnet werden. In diesem Fall vergrößert sich die Schuld im ersten Jahr um 50 Euro, also 5% von 1000 Euro, im zweiten Jahr um 5% von 1050 Euro und so weiter. Sie wächst exponentiell und beträgt nach 10 Jahren nicht 1500, sondern 1630 Euro. Der Unterschied wirkt auf den ersten Blick nicht gerade erschütternd. Tückischerweise entfernt sich die exponentielle Wachstumskurve zunächst sehr langsam von ihrer schnurgeraden Schwester. Sie wird aber nach einiger Zeit steiler und weicht schließlich fast senkrecht nach oben. Jedes Wachstum wird einmal enden. Aber ein lineares Wachstum kann auf jeden Fall länger durchgehalten werden als ein exponentielles. Wenn uns die Arbeitslosigkeit nicht über den Kopf wachsen soll, brauchen wir aber ein exponentielles Wachstum, und zwar gleich um jährlich 3 bis 3,5%. Eine Ökonomie, die 3% durchhält, verdoppelt alle 24 Jahre ihre Wirtschaftsleistung. Das bedeutet nach 96 Jahren das Achtfache. Selbst bei einem Wachstum von schlappen 2% jährlich würden unsere Urenkel zwischen 8-mal so vielen Lastzügen wie heute im Stau stecken. Unsere Ururenkel hätten die 16-fache Bautätigkeit von heute zu ertragen. Unsere Ururenkel müssten 32-mal so viel konsumieren wie wir. Eine weitere Generation später stünden überall, wo wir heute einen Kraftwerksblock sehen, der in 64 und so weiter. Dabei haben wir jede Generation der Einfachheit halber nur mit 24 Jahren angesetzt. Auf lange Sicht ist nicht einmal 1% durchzuhalten. 1% bedeutet Verdoppelung in rund 70 Jahren. Bei dieser Wachstumsrate würde aber erst die 6. Generation die 8-fache Bautätigkeit, Kraftwerksleistung und so weiter mit allen ökonomischen Folgen erleben. Wenn es gelingt, 3% Wachstum mit nur 2% mehr Verbrauch fossiler Energieressourcen zu erzielen, wird davon in 35 Jahren so viel benötigt wie in allen Zeiten davor. Der Verbrauch in den übernächsten 35 Jahren ist bei 2% Wachstum dann aber bereits so groß wie in der ganzen bisherigen Geschichte plus dem Verbrauch der kommenden 35 Jahre. Und so weiter. Jede Generation vernichtet so viele unersetzliche Vorräte wie alle vorangegangenen Generationen zusammen. Der Verbrauch vor dem Industriezeitalter können wir vernachlässigen. Selbst bei einem 1%igen Wachstum wird in der bisherigen Lebenszeit eines 70-jährigen Pensionisten so viel dahingegangen sein wie in der gesamten Weltgeschichte vor seiner Geburt. Und das hat Infinitum. Wir brauchen keinen Computer, um zu erkennen, dass die Forderung nach einem dauerhaften prozentuellen Wachstum unerfüllbar ist. Die erneuerbaren Energiequellen, die erst 5% zum Weltverbrauch an Primärenergie beitragen, sind demnächst
demnach von höchster Wichtigkeit. Vielleicht können wir mit Ihrer Hilfe tatsächlich zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise gelangen, aber nur zu einer stabilisierten. Bei 3% Wirtschaftswachstum läuft der Verbrauch allen ökologischen Anstrengungen davon. Fazit: Die physikalischen Wachstumsgrenzen sind so unzweifelhaft vorhanden wie die Jupitermonde und die Sonnenflecken. Doch auch die Märkte setzen dem Wachstum Grenzen. Da nichts unendlich ausgeweitet werden kann, ist es auch beim Konsum nicht möglich. Jede Produktion ist auf menschlichen Konsum bezogen. Eine Verschrottungsprämie für 4-jährige Autos, eine Generation später für jedes, das 2 Jahre alt ist. Die Eltern haben sich 2-mal in ihrem Leben die Wohnung neu eingerichtet, sollen es die Kinder 4-mal und die Ururenkel bereits 64-mal tun. 2048 Tassen Tee pro Tag. Die Dienstleistungsgesellschaft als Lösung. Wirtschaftswachstum ohne materielles Wachstum ist nach wie vor eine Chimäre. Bisher war stets die Industrieproduktion das Zugpferd der Konjunktur, das die Dienstleistungen hinter sich herzog. Doch darauf kommt es hier gar nicht an. Ein dauerhaft exponentiell steigender Dienstleistungskonsum, welcher Art immer, ist so undenkbar wie 4096 Portionen Schlagsahne pro Tag oder 8192 Restaurantbesuche im Jahr. Einige Generationen später müssen es aber schon doppelt so viele sein. Über alle möglichen und unmöglichen Strategien, das Wachstum kontrolliert herunterzufahren, gibt es eine Fülle von Literatur. Möglicherweise wird uns diese Sorge abgenommen. Mit dem Wachstum steigt nämlich auch von Jahr zu Jahr der für jedes weitere Prozent Wachstum notwendige Aufwand. Daher kann ein exponentielles Wachstum nur gegen einen exponentiell wachsenden Widerstand erwirtschaftet werden. Eine deutsche Forschergruppe nimmt an, dass das exponentielle Wachstum längst in ein lineares übergegangen ist, in Deutschland um konstant rund 300 Milliarden Euro pro Dekade. Sie nehmen an, dass Deutschland bereits lang vor der Krise auf einen Wachstumspfad von 1,2% jährlich eingeschwenkt ist, dass dies aber im Auf und Ab der erzielten Wachstumsraten übersehen würde. Ich kann dies natürlich nicht nachprüfen, aber 1,2% Wachstum in Deutschland entsprechen in absoluten Zahlen derzeit über 9% in China. Die hochentwickelten Industriestaaten schnappen also den Nachzüglern die letzten globalen ökologischen Wachstumsreserven vor der Nase weg. Auch dies ist ein Aspekt des Themas, den wir nicht vernachlässigen sollten. In großen Teilen der Welt sättigen wir noch immer die Märkte statt der Menschen. Warum sagen das alles immer nur die Naturwissenschaftler und nicht die Ökonomen, wo es doch so selbstverständlich ist? Nicht einmal der Nobelpreisträger Stiglitz, einer der klügsten Ökonomen, die derzeit leben. Wollen Sie uns den Widerspruch zwischen dieser Erkenntnis und der unabdingbaren Notwendigkeit eines 3%igen Wachstums, wenn uns die Arbeitslosigkeit nicht über den Kopf wachsen soll, nicht zumuten? Meinen Sie, wir würden ihn nicht aushalten oder ertragen ihn die Ökonomen selber nicht und blenden ihn aus, verdrängen Sie ein Problem, für das Sie keine Lösung haben? Oder würden Sie selbst in einen unerträglichen Widerspruch geraten mit allem, was Sie gelernt haben, wenn Sie ein so triviales Faktum, wie es die Wachstumsgrenzen sind, auch nur zur Kenntnis nehmen? Was wir uns klar machen müssen, bevor wir tiefer in das Thema eindringen: Wenn uns die Wirtschaft den Gefallen erweist und wächst, tut sie es nicht uns zuliebe. Sie tut es auch nicht um des sozialen Friedens willen, nicht einmal um Arbeitsplätze und damit Kaufkraft für ihre Produkte zu schaffen. Sie tut es, weil die Unternehmen Gewinne erzielen, die für weitere Investitionen und damit zur Erzielung weiterer Gewinne zur Verfügung stehen. Auch das Geld für auf Kredit getätigte Investitionen stammt zu einem großen Teil aus Gewinnen, die von anderen Unternehmen erzielt wurden. Wenn die Absatzmöglichkeiten stocken, weichen die Unternehmen auf andere Märkte aus, sofern das geht, oder sie lassen ihr verdientes Geld an den Börsen weiteres Geld verdienen.